Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate Admiral Dreadnought. Haben wir es hingekriegt? Wir setzen unseren kleinen Eroberungskrieg gegen die Franzosen fort. So, wir sind ja schon verteilt. Ich habe mir übrigens in der Aufnahmepause überlegt, da das Spiel an sich in der Endphase ist und ich das auch ehrlich gesagt nicht mehr allzu spannend finde, sobald wir unsere asiatischen Eroberungen abgeschlossen haben, würde ich dann auch einen Cut machen und eine neue Kampagne starten. Und ich hatte auch mal einen Hinweis gekriegt, dass man vielleicht mal so in den Bereich 1910 starten kann. Das würde ich auch aufgreifen und gerne machen wollen. Einfach, um noch ein paar schönere Sachen zu haben. Was für Spielen? Ich würde wieder so ein Underdog spielen, sag ich mal. Was hatten wir noch nicht? Wir hatten Spanien noch nicht, wir hatten Italien noch nicht. Das würde ich interessant finden. Und dann, ja, gucken wir mal. Vielleicht können wir ja nochmal Franzosen ein bisschen stellen. Nur die Invasion. Franzosen haben sehr viele Schiffe repariert, aber gut. So, bessere Schlachttürme, Minenschaden ohne Ende. Menge Schiffe versenkt. Frankreich hat Südafrika. Kambodscha greifen wir an, genau. Gut, Sowjetunion hat Südwestafrika gekriegt. Hat auf Malaya. Tatsächlich, Südwestafrika. Wie sieht's hier aus? 83% hier. Ach, wir haben bloß 23% Erfolg für die Invasion. Naja, okay. Dann gucken wir mal in unsere Politik. Japan. Wir haben zwei Taskforces unterwegs. Das ist eine Taskforce. Und da haben wir die andere. Schaden nix. Treibstoff fast alle. Wir legen dich mal um. Gehen wir auf Franzosenjagd. Abmarsch. Na komm. So, Spanien möchte den Krieg beenden, natürlich. Können wir machen. 22 Tonnen, 22.000 Tonnen Kreuzer, passt. Wir mögen uns ein bisschen. Britisch-Somalia-Land, nein, wollen wir nicht haben. Aber verbessert 29%, okay. 90, okay. Das heißt, Kuschinchina müssten wir in ein oder zwei Runden, ein oder zwei Monaten haben. Also vor 1932. Oh, wir haben eine Schlacht. Wir haben eine Schlacht. Mal gucken wir mal. Spanien und Frankreich, Spanien und Italien. Mensch, Spanien und Japan haben Frieden geschlossen. Kleiner Sieg. Naja, gut, wir haben auch nicht wirklich gekämpft. Die España Guerrero können wir nicht bekommen. Ja, ich hoffe, wir wollen nicht von ihm das Geld. Blockade ist beendet. Nee. Wir kämpfen einmal weiter. Jetzt hier aus? Nächste Runde. Haben wir es. Wie ist es mit unserer Invasion? Ist schlechter geworden. Wo haben wir die Schlacht?
Ein Kreuzer gegen einen anderen leichten Kreuzer. Die Izokushima der Imira-Klasse gegen die Seriennen. Würfeln? Seriennen hat es schwer erwischt. Okay. Abgeben. Und kriegen wir kurz. Von der ausländischen Presse unterstützt. Torpedoschutz 4, sehr schön. 20 Zoll Geschütze, zweite Variante. Ja, komm. Ja, Cochinchina China ist unseres. Klar, es geht um Liaodong-Halbinsel. Ja, natürlich. Da müssen wir wie viel 1000 Tonnen hinkriegen? 150.000. Da haben wir schon mal ein paar 1000 Tonnen. Dann haben wir hier 24.000 Tonnen. Ach, da sind ein paar eingelagerte Zerstörer. Und dann brauchen wir hier noch mal, haben wir hier noch mal 30.000 Tonnen. So. Wir fangen die ab. Das sieht gut aus. Oder nein? Ah, die Schiffe waren weg. Okay, hier haben wir 27% Erfolgschance. 115.000 Mann-Armee. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir warten erstmal ab, was passiert. Ah, unsere Invasion kommt. Sehr schön. Gleich gehört uns, bald gehört uns ganz Vietnam. Mal gucken, wie unsere Invasion aussieht. Sagen wir mal, zwei Seiten 1000. Das dürften die eigentlich auf Dauer nicht durchhalten. So, Sowjetunion ist rausgeflogen. Sehr schön. Anti-Flutung, dritte Variante. So, wie sieht's denn aus? Ja, 1000 Mann verloren. Unser Vormarsch steht bei. Haben sie 18.000 Mann da? 25%. Wir haben zu wenig Tonnage. Machen wir hier mal einen richtigen Draufsetzer. Am Marsch. Hat schon fast 1000 Marineprestige. Also, wir können gar nicht mal so viel Mist bauen, dass wir rausfliegen. Man kriegt 770 Millionen Yen plus pro Runde. Wo wir alles auf Maximum haben. Oh, wir haben eine Schlacht. Bin mal gespannt. So, und zu den Probleme? Du Durandal. Naja, okay. Würfeln wir. Schwerer Schaden. Zwei Zerstörer. Haben ein bisschen was mitgekriegt. Antibabetten. Feuerfangen. Frankreich und Vereinigten Staaten führen Krieg. Okay. Wir haben nicht Kambodscha gekriegt. Okay, das war die Invasion. 0% Vormarsch, 5% Vormarsch. Das schaffen wir aber noch. Wir können auch Politik machen. Marineinvasion. Kambodscha, jupp. Dann machen wir Druck. 5% haben wir hier. Hier haben wir 47. Abmarsch.
Schauen wir weiter. Wir haben 90% Siegpunkte. Also das müsste jetzt eigentlich. So, Spanien wird uns unterstützen. Sollen noch Probleme? Weiterhin und die Vereinigten Staaten. Oh, U-Boote. Interessant. So. Wir haben 5000 Mann verloren. Die Franzosen haben auch 5000 Mann verloren. Müsste aber erheblichen Fortschritt. 12%, 7%. Es haben sie da auf einmal 100.000 Mann aufgefahren. Gut, wir sind bei 12%. Mal gucken, ob wir nächste Runde landen. Prozent. Italien möchte Gefangene austauschen, können wir gerne machen. Wir haben mehr als genug Geld. Und wir haben keine Kriegsverbrechen be begangen. Können wir auch das Geld bezahlen. Passt. Oh, 23 Tonnen schwerer Kreuzer, bessere Geschütze. Eine Menge Schäden. So. 4.000 Franzosen mehr verloren. 7%? 0%. Okay, wurde zurückgesetzt. Prozent in der Invasion. Und hier haben wir 47%, okay. Wir machen den letzten Invasionsversuch. Ansonsten würde ich einfach so Frieden schließen. Dann können wir immer noch das anfordern. Eine Schlacht. Na komm. Amerikaner Boote bauen? Gut. Oh. Gascon, 55.000 Tonnen. Ihr Typschiff. Okay. Zwei Zerstörer. Wir haben den Mechagodzilla. Und ein paar Ghidoras. Wir können nicht entkommen, wir müssen kämpfen. Das kämpfen wir auch aus mit ein bisschen Glück. Dann zeig mal her. Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir die modernen Schiffchen. Dann lassen wir mal laufen. Auch im Süden, da fahren wir auch hin, das passt. Wie ist das Wetter? Tag, wolkig, wenig Wind. Schlachtschifflinie. Haben immer noch Rauch im Süden. Entweder fährt er stiften oder kommt ran. Na, er wird stiften gehen. Könnte ich wetten.
sind Stiften gegangen. Wie schnell sind denn die? 32 Knoten. Na, okay. Wir konnten nicht entkommen, aber na, gucken wir mal. So. Klack, so. So wird er nun zusammengebrochen? So weit unten gibt's nicht mehr. Gut. Geben ab. Oh, doch. Oh. Was ist das für eine Runde? Zwei Seeschlachten. So, okay, mein Zerstörer soll flüchten gehen. Okay, das auskämpfen. Und aha, Italien hat tatsächlich mal eine Flotte rumgeschickt. Mit einem San Isepro. Kostet 152 Millionen. Ja, das wird doch lustig. Das Folgenende, dann kriegen wir doch noch mal ein, zwei Folgen rausgearbeitet. Das wird dann jetzt echt spannend. Haben sie endlich mal ihre Schiffe rumgeschickt. Vier Schlachtschiffe gegen ein Schlachtschiff. Fünf leichte Kreuzer gegen 11 Kreuzer insgesamt und sechs Zerstörer. Ungefähr ausgeglichen. Feind im Osten gespottet. Schiffe sind unterwegs. Perfektes Kaiserwetter und wir haben schon erste Schiffe. Okay. Feuer wird eröffnet. Wir lassen trotzdem erstmal laufen. Dann nebeln sie schon ein. Da haben wir schon ein italienisches Schlachtschiff. Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit Zweiertürmen. Sehr offener Netz. Und ein ersten Blick, wollte ich mal sagen. Okay. Ja, wir lassen weiterfahren. Wo sind wir? Wir sind hier. Okay. Shikishima, das sind, müssten auch die alte Klassen sein. Wir schießen zurück. Okay, wie fährt die griechische Flotte? Noch ein Treffer gesetzt. Feuer. Noch ein Treffer. Okay. Was für eine Entfernung ist das? Das sind ungefähr 6 Kilometer. Pass auf. Jetzt machen wir es wie folgt. Langsamer. Unsere Schlachtlinie soll sich eindrehen. Die leichten Kreuzer sollen auf den gegnerischen Zerstörer gehen. Du leichter Kreuzer biegst hier ab. Die Zerstörer sollen dahin. Die Zerstörer gehen auch dahin. Können hier gleich schon dicke Breitseiten schießen.
Hirio, wo ist die Hirio? Azuma? Shima? Chikishima? Hirio? Hier hinten ist er. Mit den erhöhten Türmen. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Da, Kreuzergefecht. Treffer. Dann konzentrieren Sie auf unsere leichten Kreuzer. Sie können sich mal einnebeln. Unsere etwas dickeren Schiffe sollen mal eindrehen. Haben wir nochmal einen Treffer gesetzt. Geschütze verteilen sich zum Teil. Die San Isabo hat schon ein paar Treffer ge gekriegt. Oh, Ruder beschädigt, okay. Die Roberto. Schiffe sollen hier schön Kreuzfeuer starten. Roberto hat ganz schön eingesteckt. Ja, das ist doch ein uraltes Design. Ein paar Praller, okay. Roberto wird, glaube ich, gleich sinken. Hirio, was hast du für eine Trefferchance? Okay, 5%, okay. Unsere leichten Kreuzer sollen mal dahin schubbern. Unser Zerstörer. Schubbert mal hier hin. Da gab es noch ordentlich Treffer. Du hast einen Rudertreffer. Ja, Rudertreffer. Missionsexplosion. Okay. Kreuzer kriegen ganz schön reingedrückt von den Leichten. So, ja, da hat der Zerstörer gut getroffen. Was war das? Oh, wir können natürlich nur sinken. 6000 Punkte Treffer gekriegt. Ah, okay. 60 Zoll Geschütze von der. Das war viel zu viel Schaden. Oh, Sunny Seppo ist auch schwer getroffen. Unsere leichten Kreuzer können wir ein bisschen ran. Guillermo Pepe hat es auch gut erwischt. Wir könnten ein bisschen eindrehen und langsamer werden. Ja, Torpedo-Explosion. Giuseppe Missori. Alexander Porrio.
Iseppo wird das auch sinken. Ja, sein Iseppo sinkt. Die Hiro hat es ein bisschen getroffen. Man schießt ihre vollen Breitseitenschieße. So, Gesipper Missouri sinkt durch schwere Flutung. Dann Manodios sinkt durch Strukturschaden. Oh, die letzten Vollgeschütze sind es, die reinhauen. Gibt ja bloß einen, der 16 Dollar hat, ne? Ja, das kann bloß die Hero sein. Ja, wenn ihre 16 Vollgeschütze treffen, das tut richtig weh. Okay. Können ein bisschen, mehr einknicken. Ja, unser leichter Kreuzer. Der Alexandro Pereiro sinkt durch extremes Feuer. Wurde von 6 Zollgeschützen getroffen. Ja. Die Hero, die wird hier killen ohne Ende. Munitionsexplosion. Alter Kreuzer Agotat sinkt. Seine Germanico. Lass mir raten, 16 Zöller? 16 Zöller. Dollar fressen sowas von die Italiener weg. Ja, der nächste. Immer wenn die Hirio schießt, erwischt es ein. Stück für Stück. Bom! Kataro. Lass mir raten. 16 Zöller? 16 Zöller. Alter Falter. Was hat die für eine Panzerung? 80%. Naja, gut, die sind auch total veraltet. Da wird es auch als nächstes erwischen. Das machen unsere leichten Kreuzer. Pushen hier durch. So. Nur leicht angehauen, ne? Ein bisschen Panzerung haben sie zerschossen. Ja, das wird eklig. Das wird richtig eklig. Wieder hat Hyrio zugeschlagen. Kriegt zwar ordentlich. Bam. So, die Archimede.
Oder die Capera. 2 Zoll Treffer gekriegt, der hat auch schon mal 16 Zoller reingehauen. Okay. Munitionsexplosion. Kann ich voller Geschwindigkeit laufen? Nicht schlimm, weil sie explodiert ist. Der Duke von der Oster. Alter Vater, das war 47 Punkte. Wir haben 268. Ich könnte wetten. Gucken wir mal. Gehen wir nach. Schaden ausgeteilt. Die Hero, 187.000 Schadenspunkte gemacht. Mit 8,4% Treffer. Ja, 76 Treffer. Die Hälfte ihrer Treffer hat die 16 Tollgeschütze gesetzt. Okay, 85% Crew. Dabei hat sie nicht mal gute Crew. Sie hat auch die meisten Crewverluste zu. Okay. 25 XP bekommen. Wer hatte denn 39% Genauigkeit? Hauptgeschütze. Da wollten wir eigentlich immer hin. Der Hammer. Der Italien. Na, gucken wir mal. Hirio. Mecha Godzilla 1930 Klasse. Ja. Das war schön. Mechagodzilla-Klasse, na klar, bauen wir. Und ich würde sagen, wir machen noch die 2-3 Runden, bis die Invasion durch ist, fertig. Etain hat die Schlacht gesucht und wurde versenkt. Dann können wir unsere Flotte schön in dass wir die 3 Runden durch haben. $18 verbessert. Gasturbinenantrieb. Die Torpedos. So. Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Schiffchen her? Wollen die Franzosen tatsächlich nochmal wissen? Mit den leichten Kreuzern? 12%, 4%. Italien hat jetzt 11.000 Tonnen leichten Kreuzer erforscht, ja. So, wir haben sogar eine Schlacht. Das müsste jetzt gegen die Franzosen sein. Okay, das können wir würfeln. Keine Versenkung. Haben alle nur Schmerzen. Kamtschatka, nein. Schlachtschiffe 8%, die können auch eine Runde da bleiben, wo sie sind. Oh, wir haben die Liaodong-Halbinsel erobert. Sehr schön. So gefällt mir das. Die Gruppen wieder in ihre Häfen fahren. Ab nach Sasezo. Und du kannst dich schön
Im Port Arthur. Verstecken. Genau. Am Marsch. Haben doch sogar noch mal eine Schlacht. Dann können wir schon mal versuchen, mit Italien Frieden zu schließen. Ihr habt tapfer gekämpft, aber eure 47 Siegpunkte sind es nicht wert. So, schauen wir mal. Keine Schiffe. Oh Gott, ein Zerstörer. So. In Bangladesch ist ja diese Todesfalle. So, Italien. Sie wollen keinen Frieden schließen? Na denn nicht. Ihr schippert nach Saigon. Und ihr schippert einmal hier hin. Also eine Runde noch. 14%, 27. Wir haben mehrere Technologien entdeckt. Wir haben wieder eine Schlacht. So, schauen wir mal. Ja, gegen Zerstörer, komm. Und einer Schlagkreuzer 2, okay. Triple! Ah, wir könnten jetzt Dreier Geschütze bauen. Dann müsste man eigentlich schon gleich Schlachtschiffe modernisieren. Die Invasion ist nichts geworden. Naja, gut, okay. Komm, 33%. Gucken wir mal, wie die nächste Runde aussieht. Wie es nächste Runde aussieht. Okay, die Franzosen wollten wie bessere Propellerschaft, bessere Reichweite, Entfernungsmesser. Drei Manda-Klasse-Kreuzer, sehr schön. 25, 38. Und ab. Schiffe sind repariert. Wir haben eine Unruhe von 40. Oh, wir haben da eine Seeschlacht. Probieren wir nächste Runde einfach Frieden zu schließen. Kambodscha haben wir ja auch schon so. Pazifisten. Komm, wir haben Geld. Komm. Jetzt haben wir die Leute. Große Schlacht gegen die Franzosen. Würfeln wir mal aus. Sieg. Dann haben wir irgendwelche Schiffe verloren. Zerstörer. Ein Zerstörer haben wir verloren. Zwei Kreuzer versenkt. Drei Kreuzer versenkt. Also einen leichten Kreuzer.
Sehr schön. Marine Dieselantrieb. Oh, so gefällt mir das. So, 44%. Politik. Branche. Friedensvertrag. Komm. Ab damit. Franzosen haben den 2200-Tonnen-Zerstörer erforscht. Okay. Oh, nochmal eine Schlacht. Okay. Oh, Frankreich und Japan haben Frieden geschlossen. Okay. So, ich hätte gerne. Wo ist es denn? Kleiner Sieg, na klar. Naja, nach 73 Monaten. Was? Ich kann nicht das kriegen, was ich haben will? Was? Na gut, dann nehme ich dir. Millionen Schlachtschiff. Auf dann nehmen wir dir so viele Schiffe ab, wie es nur geht. Ganzen Schlachtkreuzer und Schlachtschiffe versuchen wir zu schnappen. Kambodscha hat es nicht gereicht. Naja, gut, wir hätten es halt auch so erobert. Bin mal gespannt, ob wir sie kriegen. Die Paris nehmen wir uns auch. Da haben wir noch einen. Die Gascogne. Oh, die ist teuer, die ist modernes. Okay. Wir haben fast alle Schiffe bekommen, die wir haben wollten. Wir haben sogar alle Schiffe bekommen, die ich haben wollte. Okay. Spanien, Frankreich. Okay. Dann sage ich mal, dann ist es die letzte Folge mit den Japanern. Dann gucken wir es nochmal an. Also, wir haben hier sehr schön unseren Inseln und Kurilen. Wir haben in China Fuß gefasst. Da haben wir es schön breit gemacht. Beherrschen unsere Vorhof Pazifik. Dann haben wir in Afrika eine schöne Kolonienkette gegründet. Ne? Wir haben hier Ceylon. Passt auch. Und dann haben wir hier in Richtung Hawaii auch ein paar schöne Inseln. Das ist auch alles toll. Dann, was sind wir? Wir haben in den Heimatprovinzen 44 Millionen Japaner. Wir haben 370 Millionen Kolonisten. Ansonsten, was haben wir? Wir haben 46 Provinzen. Ja, jetzt mein Geld ist krass. 180.000 Marinereservisten. Und eine Flotte von 225 Schiffen. Gehören damit einer zu den größten der Welt. Rein von der Bevölkerung, die wir unter uns knuten, müssten wir die größten sein. Ja. Ja, eindeutig. Da sind wir den Besten bei den Finanzen. Alles auf Maximum geschlagen. Das passt. Forschung. Haben wir ein paar spannende Sachen hier. Große Geschütze. Da beim nächsten. Und die Flash. Wo war das? Das war Turmmechanismen, ne? Triple Large Turrets. Okay. Gun Layout. Also, Forschung sieht auch gut aus. Haben wir das SS Küsten-U-Boot und verbesserte Propeller. Naja. Dann hätten wir Marine-Bombardierungstaktiken. Okay.
Schiffdesign. Wir waren jetzt bei den letzten, den Mechagodzilla. Ja. Und den Titanosaurier. Die Mechagodzilla haben sich da sehr gut geschlagen. Und das Space Gojira ist noch gar nicht zur Schlacht gekommen mit seinen 17 Zöllern. Aber wenn er 16 Zöller schon so reingehauen hat. Und wir können doch mal gucken. Gucken wir uns den mal an. Wie der mit drin. Das ist ja. Die wären vermutlich mörderisch gewesen. Machen wir mal Refit. Was sie hätten rausschmeißen können. Hauptgeschütze. Was haben wir hier? Wir haben ja hier 17 Zöller. Bis auf 20 Zoll hätten wir gehen können. 17 Zöller Drilling. Haben wir hier die Drilling Sideguns 15 Zoll Drillinge. Die wären zu groß geworden. Okay. Also ja, das wäre lustig gekommen. Und ja. Also ich Gojira hätte ich gerne nochmal in der Schlacht gesehen, aber naja. Ja. Das klingt nach einem Plan. Gut, das haben wir noch. Flotte. Ja. Haben wir denn schon Typ? Gojira. Mecha Gojira. Space Gojira ist noch nicht fertig. Doch, Space Gojira ist fertig. Ach, die wird doch gebaut. Tausend Tonnen. Und U-Boote? Naja, okay. Reden wir nicht drüber. Gut. Das war sehr schön. Es war eine spannende Reise bis in den November 1932. Der Tenno ist, glaube ich, sehr zufrieden, wie wir es ausgedehnt haben. Und wie gesagt, wir sehen uns beim Neustart wieder. Mal gucken, jetzt sind wir bei der Version 1.396. Vielleicht ein bisschen später. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Wir sehen uns.